verkrochen. Irgendwo unter Schuff. Aber damals, als die Partisanen da waren, einige sei nach dem Ende des Mai wieder von der Lehre rausgekommen. Und nach einer Zeit lang waren sie mehr bis das, ich sag mal. Also so. Wieder mit der Zeit haben sie sich wieder ausgegeben, was sie waren, dass sie Nazi waren und dass sie wieder Nazi waren. Und durch das wurde uns gesagt, wir sind Verräter. Und noch heute hängt an, das wurden immer noch an uns Verräter. Vielleicht Verräter kann ein Österreicher bzw. eine Persönlichkeit sagen, damals Appell, gegen den Faschismus für Österreich, wo waren die Leute? Bei Stalingrad, ist das für Österreich? Haben sie für das für Österreich gekämpft? In Stalingrad. Deswegen sind die Wege so verschiedene und deswegen werden wir auch nie zusammenkommen auf den Dings, um was sie gehandelt hat. Wir feiern das große Fest und die anderen sind die Verlierer. Ja, es ist und mit der Zeit, wenn ich, und diejenigen, die bei der deutschen Wehrmacht waren, bei denen wird zu Allerheiligen immer Grenze niedergelegt von Landeshauptmann und von Behörden und von Partisanen, glaube ich, noch nie. In Kärnten haben wir 53 Partisanen Denkmäler und Gräber. Aber hat noch keiner einen Kranz hingegeben. Keiner noch. Öffentlich. Und es waren auch 50.000 Deserteure, die sie die Deutschen erschossen haben. Auch an die erinnert sich auch keiner. Die waren ja nicht. Nur derjenige, der bis Ende mit Hitler war, der war der Richtige nach denen. Ja, das ist traurig schon gewesen. Und das zieht sich dahin. Wir waren mal bis eben die Verräter von denen aus. Aber wir haben Israel nicht verraten, sondern diejenigen, die haben schon im 38er Jahr Österreich verraten und sich für Hitler entschieden haben.